was ich in 2 Wochen trage. Ich möchte mit diesem Format euch zeigen, dass man durchweg sich mit Secondhand-Kleidung gut arrangieren kann. Also man kann recht kreativ sein. Und was in meinem nachhaltigen Kleiderschrank drin ist, das zeige ich euch nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Es gibt von dem Format noch mehr Videos, weil ich euch ein bisschen zeigen möchte, wie ich Kleidung kombiniere, woher ich meine Kleidung habe. Meine ist hauptsächlich Jubab und einiges auch vom Flohmarkt, Secondhand-Laden, also je nachdem. Aber ich versuche wirklich, Kleidungsstücke aus zweiter Hand zu kaufen, weil einfach schon wahnsinnig viel Kleidung auf dem Markt ist. Und es ist stellenweise einfach gar nicht nötig, neu zu kaufen. Zusätzlich spart man einfach mit Secondhand-Kleidung Geld. Und ich war früher auch immer der Meinung, man sieht dann immer so ein bisschen, hippie-mäßig aus oder da kann man sich doch nicht gescheit kleiden und so. Nicht deswegen. Wie gesagt, du kannst dich unwahrscheinlich gut individuell kleiden und das möchte ich dir in folgendem Video zeigen. Fangen wir an mit Outfit Nummer 1. Da habe ich meinen Trockenblumenpulli angehabt. Da war es noch ein bisschen kühler, jetzt wird es tatsächlich wirklich wärmer, dass man Kurzarm tragen kann, aber vor 2 Wochen konnte man den Pulli noch ganz gut gebrauchen, muss ein bisschen auf meinen Zettel spicken. Dazu habe ich meine grüne Stoffhose angehabt, die mag ich echt unwahrscheinlich gerne und ich denke mal, wenn ich irgendwo nochmal so eine Hose finden sollte, werde ich mir die auf jeden Fall nochmal kaufen, weil es ist schon was Besonderes. Klar, wenn jetzt der Pulli drüber ist, sieht man es nicht so, aber das ist eine, die geht ziemlich weit zum Bauchnabel hoch und wird natürlich dann auch so getragen. Also man trägt normalerweise dünnere Shorts rein in der Hose und das hat mich schon so ein bisschen Überwindung gekostet, aber nichtsdestotrotz, irgendwann mal ging es dann und man kann schon fast sagen, es ist eine meiner Lieblingshosen, die ich echt gerne anhabe. Dazu meine hellen Chelsea Boots, die jetzt im Frühjahr sehr viel in Einsatz gekommen sind. Bei den hellen Chelsea Boots ist es halt so, die sind nicht wasserdicht, die sind tatsächlich wie Stoffschuhe. Also wenn du da irgendwie im Regen läufst, kriegst du tatsächlich nasse Füße. Outfit Nummer 2 besteht auch aus einer Kombination, die ich wahnsinnig gerne getragen habe. Jetzt eben nicht mehr, weil es zu warm ist. Das ist der hellgrüne Pulli, den ich auf dem Flohmarkt gekauft habe. Was hat der mir gekostet? 2 Euro oder so. Und witzigerweise, als ich den gekauft habe, hatte ich ein grünes T-Shirt an. Und dann sagte die mir noch irgendwie so, ist grün ihre Lieblingsfarbe? Eigentlich nicht, aber ich habe die ein oder andere grüne Sache, habe ich eben dann schon. Dazu trage ich meine blaue Schnäppchen-Stoffhose von Esprit. Die hat für mich, was hat sie gekostet? 2,50 Euro oder so. Wir haben so ein Caritas Secondhand-Kaufhaus und da kriegst du wahnsinnig krasse Schnäppchen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und da habe ich 2 Hosen für 4 Euro gekauft. Also wenn ich davon rede, denke ich mir immer noch so, wow. Leider hat der Laden im Moment nach jetzigen Bestimmungen zu, also man kann nicht vorbeigucken mal wieder, aber sobald es möglich ist, dann stöber ich wieder ein bisschen. Und dazu trage ich meine grünen Pumas. Meine grünen Pumas sind aus Leder. Wer mich kennt, weiß, ich achte auf Dinge, die auch langlebig sind. Ich habe natürlich auch viel Pech, aber bei Schuhen ist es mir bis dato jetzt immer passiert, gerade bei Kunstleder, dass die sich A, aufgelöst haben, B, dass die einfach nicht lange gehalten haben. Und ich habe mir bei den Pumas eben auch Secondhand bewusst, habe ich mich dafür entschieden, die zu holen, dass ich ein bisschen länger was davon habe. Und ja, ich liebe die grünen Pumas echt, weil sie sind ein bisschen stabiler und ich habe so einen Schuh einfach gesucht. Ist jetzt natürlich für eine Veganerin nicht so üblich, dass sie eben Lederschuhe kauft. Aber da ist es mir halt wirklich wichtig, Leder wird von mir nicht mehr neu gekauft, Secondhand ja und das natürlich auch nicht in Masse. Outfit Nummer 3 besteht aus einem grau-lila gestreiften Shirt. Da wurde es schon langsam ein bisschen wärmer. Ist ein Langarm-Shirt, ist eins der letzten Dinge, die ich bei H&M gekauft habe. Also es ist schon ziemlich alt. Ich mag es aber total gerne und würde mir gerne auch nochmal sowas in der Art holen, sofern ich es brauche. Also ich gehe immer auch ein bisschen danach,
was brauche ich im Moment, und ein Shirt gehört nicht dazu. Das ist eher wieder das Thema Hose. Aber wenn es mir mal über den Weg läuft, warum nicht? Also das habe ich, wie schon erwähnt, ganz normal bei H&M gekauft. Es ist sicher schon 10 Jahre alt oder so? Nein, nicht so lang. Ich kann bei sowas nicht schätzen. Dazu trage ich wieder die blaue Stoffhose, die leider ein bisschen zu groß ist. Also man muss an der Stelle schon sagen, das ist halt Größe 44, ich habe Größe 42 und man merkt es halt schon. Und dazu trage ich meine schwarzen Athletics, die ich jetzt einfach in letzter Zeit wieder total häufig trage. Die habe ich mir mal vor 2 Jahren zum Geburtstag gekauft. Das sind Fair Fashion Schuhe. Outfit Nummer 4 mag ich auch wahnsinnig gerne, allerdings gibt diese Pünktchenbluse jetzt langsam auf. Und habt ihr das auch immer so auf Gürtelhöhe? Gehen mir die Oberteile kaputt. Das ärgert mich einfach jedes Mal. Ich glaube, ich bleibe mit dem Gürtel drin hängen oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist bei so vielen älteren Sachen von mir, die ich echt häufig trage, dass die lauter kleine Löcher dann im Gürtelbereich haben. Naja, ich muss einfach ein bisschen mehr aufpassen, glaube ich mal. Auf jeden Fall habe ich diese Bluse auch über Jubab gekauft. Das ist aber eine Zara-Bluse und die habe ich echt, glaube ich, tot getragen, seit ich sie habe. Und ich versuche sie komplett tot zu tragen jetzt, weil ich mag die echt gerne. Dazu trage ich meine Mari-Jeans. Die ist nicht so hundertprozentig ideal für mich. Also bei Hosen habe ich immer so ein bisschen ein Problem. Sie passt auf jeden Fall, aber sie sollte halt doch ein bisschen mehr in Richtung Bauchnabel gehen. Ist bei mir halt immer das Problem, ich habe einen recht kurzen Oberkörper und die High-Waist-Hosen, die gehen mir meistens zu weit hoch. Ihr kennt das. Also ich sag immer, von 10 Hosen passen mir 11 nicht. Deswegen trage ich meistens immer was Langes über die Mari-Hose drüber. Und auch hier trage ich wieder meine schwarzen Athletics. Die werde ich dir mal hier unters i legen. Da habe ich ein ganzes Video dazu gemacht. Und das ist einfach eine gute Sache. Also dieses Projekt auch, wo hinter diesen Schuhen steckt. Outfit Nummer 5 besteht aus meiner schwarzen Strickjacke. Die habe ich auch noch über normalen Wege bei Gina Tricot gekauft. Also so einzelne Teile habe ich tatsächlich noch. Gina Tricot mochte ich eigentlich echt, muss ich sagen. Also hätte es diesen Wandel bei mir nicht gegeben, hätte ich da wahrscheinlich echt häufiger noch bestellt, weil die Sachen fand ich vom Schnitt her einfach immer richtig toll. Dazu trage ich ein Spitzenoberteil und zudem habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal was dazu gesagt. Würde ich mir in der Art niemals neu kaufen. Und ich passe natürlich auch auf, dass ich sowas nicht massenweise in meinem Kleiderschrank habe, weil Mikroplastik im Wasser ist immer so eine Sache und das ist halt 100% Kunstfaser und jetzt nicht so ein Muss, was man im Kleiderschrank haben muss, würde ich sagen. Also nochmals kaufen würde ich es mir nicht mehr. Also selbst ich lerne noch dazu in Bezug auf Secondhand-Kleidung. Das ist auch so ein bisschen, man wächst da rein. Also man achtet dann ein bisschen mehr auf die Dinge, die man haben möchte und geht nicht nur rein nach dem Aussehen, wo ich am Anfang eben schon rein nach dem Aussehen gegangen bin. Und dazu trage ich auch wieder die Mavi-Jeans. Das passt halt ganz gut, weil dieses Spitzenoberteil locker ansitzt. Also geht es auch super gut über den Bauch. Dazu, und das ist jetzt das beste Beispiel, trage ich schwarze Ballerinas von Sir Oliver. Und das war Kunstleder. Und da ist mir das Kunstleder, also die oberste Schicht, weggeplatzt. Die bin ich im Moment am Schälen. Das klingt lustig, aber durch das, dass es eben weggeplatzt ist, ist der Schuh ja nicht kaputt. Und ich versuche halt wirklich, da diese Schicht, die oben drauf ist, die Leder nachimitiert, versuche ich wegzumachen und habe dann im Nachhinein halt einen grauen Schuh. Outfit Nummer 6 besteht aus meinem schwarz-weiß gestreiften T-Shirt von Marco Polo. Und Marco Polo ist für mich so eine Marke, die mag ich inzwischen ganz gern, was so Basic-Sachen betrifft. Aber die hätte ich halt so niemals gekauft. Die hätte ich niemals mit dem Arsch angeguckt. Und das ist das Interessante beim Secondhand-Kauf. Du greifst halt dann auch zu Sachen, weil du eben nach Qualität guckst. Du guckst auch nach dem Aussehen. Aber du guckst nicht mehr nach der Marke. Und dann kommen halt immer solche Sachen raus. Und ich finde das total witzig eigentlich. Und dazu trage ich meine Strickjacke, weil es dann doch ein bisschen zu kühl war.
Die grüne Hose wieder, die grüne Hose kam wieder zum Einsatz, weil die passt einfach super gut. Wenn du eben so eng anliegende T-Shirts hast, dann kannst du die einfach drüber ziehen. Und das kaschiert zwar nicht, man sieht dann deinen Bauch, aber es sieht dann wesentlich besser aus. Und dazu trage ich natürlich wieder meine schwarzen Athletics. Die sind halt einfach meine absoluten Lieblinge. Und ich werde das Unternehmen definitiv nochmals unterstützen und nochmals Schuhe kaufen. Aber ich denke, ich gehe in Richtung Ballerinas. Muss ich mir noch überlegen. Also ich versuche schon definitiv, wenn ich Dinge neu kaufe, dass ich da auf Fair Fashion gehe. Das kostet natürlich mehr. Aber es ist natürlich auch so, wenn du Second-Hand-Kleidung kaufst, dann ist die natürlich günstiger und du sparst dir da einiges ein. Also gerade was Unterwäsche, Socken betrifft, versuche ich eben fair zu kaufen. Und T-Shirts etc. und alles andere hat eben Secondhand, weil es gibt schon so viel Kleidung auf dem Markt und da kann man super gut zurückgreifen. Also da darf man definitiv keine Scheu davon haben. Und sich auch immer ein bisschen bewusst machen, was bedeutet es, neue Kleidung zu kaufen. Die muss produziert werden. Wenn sie nicht fair produziert wurde, dann belastet es natürlich die Umwelt, die Arbeiter, wird Kinderarbeit gemacht. Das sind lauter solche Sachen, die man so ein bisschen berücksichtigen muss. Also sich auch bewusst machen, was bedeutet es jetzt, wenn ich was konsumiere. Das ist ganz wichtig. Das möchte ich dir einfach nochmal gesagt haben. In diesem Sinne melde ich mich mal wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir noch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!